Also geht es sozusagen erst einmal rum, um die Ecke. So, und was haben wir hier? Haben wir hier Erde? Ja, so eine Art Lumenwolz haben wir hier. So. Du hast schon mal da weggehauen. Dann können wir hier schon mal einen Foodstockpile hinmachen. Und am besten auf der anderen Seite hier einen kleinen Woodstockpile. So. Dann haben die auch was zu tun. Und wir haben, glaube ich, schon unser erstes Zeug gefunden, ja. Okay. So, jetzt gucken wir mal kurz, wie es weitergehen soll. Von hier aus. Das ist nämlich jetzt der schwierige Punkt. Wo soll unsere Haupthalle hin? Und von der Haupthalle aus, wie soll es dann weitergehen? Also ich würde ja sagen, wir gehen noch mindestens eine Etage tiefer. Können wir ja. Eine Etage tiefer. Das heißt, Designation Minern. So. Das war wieder mal eins zu viel. Channel. So, genau. Dann kommt hier ein langer Gang. Aufpassen, dass ich ihn nicht zu lang mache. Wie viel ist das? Das ist zu wenig. Dumm. So. Das wird unser Gang für die Verteidigung. Die erste Verteidigung. So, das heißt, es geht hier als nächstes um die Ecke. Also hier um die Ecke. Und dann hier nach oben. So, ich deute das alles schon mal ein bisschen an, wie ich das gern hätte. Obwohl, ich lasse es erstmal so. Hier wird dann nochmal gechannelt. Drei Felder. Und dann wird hier gemeinert. So. Ruhig etwas länger. So. Und hier kommt die große Halle hin. Also. Stimmt das soweit? Jawohl, das stimmt. Und hier jeweils. Nee, halt, das war falsch. Das will ich nicht so haben. Sondern nur so. Warte. Ja, genau so wollte ich das haben. Denn ich habe ja gesagt, ich baue das Ganze jetzt doch etwas anders. So. Das hier ist die Eingangshalle dann. Also hier in der Mitte kommt das Trade Depot hin. Und hier sind dann die großen Lager für unsere Handelskarawanen. Also nachher, wenn wir in der Endplanung sind. Jetzt müssen wir bloß noch einen Durchbruch machen. Also, das habe ich mir schon mal ausgetüftelt. Wir brauchen 4. 1 frei. 1, 2, 3, 4, 5. 1 frei. Dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Hier, da habe ich mich wohl verkalkuliert. Ja, ich habe mich um 1 hier verkalkuliert. So. Sondern X hier. Nee, stimmt auch nicht ganz. Machen wir es so. Erstmal suche ich die Mitte. Von hier. So, die ist hier. Und von hier aus so. Und so. So, genau. Das heißt, auf der anderen Seite
genau dasselbe. Und gut ist das. Und hinten kommen gleich Up and Downstairs hin. I, so. 3x3. Und dann dürfte das erstmal reichen, wieder in Planung. Obwohl, ich plane gleich mal weiter. Und zwar brauche ich jetzt von hier aus geht's eins nach oben. Ich hoffe mal, ich habe mich jetzt hier nicht verkalkuliert, aber das sehen wir ja gleich. Hier kommen nur Downward Stairs hin. So. Und hier meinen wir erst einmal in diese Richtung. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal tief unterm Fluss, gell? Ja, sind wir. Das heißt, Vorsicht ist geboten. So. Weil hier kommen dann die militärischen Sachen hin. Also erstmal die Baracken und alles und dann die Wege zu den Verteidigungspunkten. Das war so geplant. Also würde ich mal sagen, wir machen erstmal in der Mitte eine große Trainingshalle. Die mache ich jetzt wieder nach dem alten Standard. So. Und von da aus gibt es dann eben, sagen wir hier oben, ne, hier oben gibt es nichts. Könnte ich eben, Trainingshalle. Obwohl, ich mache das anders. Ich mache das anders. Du gehst erstmal weg hier. Wir sind ja Zwerge, also können wir alles total verschachtelt bauen. Hauptsache, wir bauen es sicher. So. So, 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 so. Genau. Dann kommt eben hier die große Trainingshalle hin. So sind auch die Gebiete hier gut erreichbar. Dann kommt das halt alles hier hin. Jawohl. Sieht doch gut aus. Dann ist hier eben die große Trainingshalle. Hier ist Mitte, Mitte. Dann kommen hier meine bekannten Haas. Stimmt das so? Ja. Die ich immer zu kurz baue, also meine Türdurchgänge. Und hier kommt dann das etwas kleinere Krankenzimmer hin. Und auf den anderen beiden Seiten, da kommen dann die Schlafräume. 4, 5. Machen wir es diesmal richtig. So. Schlafräume in die Richtung und Schlafräume in die Richtung. Das können wir dann beliebig lange an dieser Seite erweitern und dann geht das ganz gut eigentlich. So. Das war, glaube ich, eins zu lang. Sehen wir gleich. Dumm, dumm, dumm. Ja, das war eins zu lang. So, das ist nun mal Vorplanung. Ich kappe hier an dieser Stelle, sagen wir hier, kappe ich mal das Ganze erst einmal und lass mal weiterlaufen. Und guck mal kurz, was für Steine haben wir hier nochmal? Konglomerat Stone. Stehst du hier drunter? Nein. Gucken wir mal, was die da droppen. Konglomerat. Also müsste das unter Other Stone liegen. Ja, genau da. Okay, aber es ist schon mal ein grauer Stein. Oh, mein General ist ein Woodcutter geworden. Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir nicht ein kleines Problemchen haben. Fällt mir gerade so auf, was meine Todestrakt angeht. Ja, das kleine Problemchen, das dürften wir haben. Weil ich nämlich hier runter channel, zwei Felder breit. Eins, also 1, 2, hier den Raum hin mache, ist mir das ein bisschen doch zu eng. Deswegen Designation X wird das Ganze hier. Dumm. Um 1 verschoben. So. Das war zu viel des Guten, glaube ich. Ja, das war zu viel des Guten. Ich wollte hier weg. Hier channeln. So. Jetzt müssen wir das hier alles verschieben. Also erstmal können wir das hier verschieben. Das ist ja das wenigere Übel. Ja. Ja gut. Sollten wir fast den Gang hier noch ein bisschen länger machen, vielleicht? Oder vielleicht in die andere Richtung, den Gang nach unten? Ja, das sind jetzt solche Sachen, die ich überlegen muss, wie ich die am besten mache. Wenn ich hier... Dann könnte ich... das hier alles vergessen. Ja, so eine Festung will gut geplant werden. Vor allem, weil wir dieses Mal Goblins an der Backe haben. Dumm, dumm, dumm. Obwohl, das war eigentlich ganz gut so. Weil in die Richtung haben wir auch nicht mehr wirklich viel Platz. Ich könnte auch hier rüber. Darüber wäre, glaube ich, nicht so eng wie hier rüber, oder? Das ist immer das Problem. Wie macht man das am besten? Wenn ich jetzt... sagen wir hier. So, hier zwei runter. Und einfach sagen würde, ich mache hier runter. Ich channel hier runter. So, dann komme ich hier ja raus. Und hier könnte ich theoretisch hier ein Stück minern. Oder ich mache das ganz anders. Ich channel schon. Sagen wir hier. Ja, so dürfte das sogar noch besser sein, wenn ich hier channel. So. Und sage ich buddel bis hierher. Noch besser, ich buddel noch ein Stück weiter. So, sagen wir so.